Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Kämpfe in dem Spiel können schon ein ganz kleines bisschen anstrengend sein. Aber diesmal sollten wir es wirklich auf unserer Seite haben, das Glück. Ah, das sind nur 65% verkrüppeln. Ja, das ist gut. Jetzt kann sie nämlich entweder nicht mehr so gut oder so gut wie gar nicht mehr schießen. Du bewegst dich direkt hier rüber. Der wird nämlich gleich hier angerannt kommen. Du gehst schon mal hier in Position. Natürlich. Sie hat die Hand schwer verletzt, aber sie kann immer noch perfekt schießen. Und natürlich bekommst du jetzt wieder Panik. Sag mal, wie kann das sein, dass wir so viel Pech haben? Na, immerhin etwas. Oh, schön, dass du dich wieder beruhigt hast. Und jetzt darfst du dich mal selber versorgen. Immerhin hast du das drauf. Das war ja klar. Es würde reichen, um aus nächster Nähe einen Schuss abzugeben. Du darfst den Knüppel wieder zur Hand nehmen. Beide auch noch.
Du hast die meisten Lebenspunkte. Du bleibst möglichst vorne stehen. Zerkauter Mann, okay. So. René, das sieht schon besser aus. Passt. Nee, René, du verarztest jetzt Joel aber mal zackig. Geht ihr beide jetzt erstmal den Eingang bewachen, während wir uns hier ums Plündern kümmern. Handaxt, Pistole, Toilettenpapier, Suppe. Ja, damit kann man was anfangen. Antibiotika. Das war verdammt hart. Aber wir haben momentan weder die Ausrüstung noch die Leute, um mit sowas entspannt umgehen zu können. Das ist das Problem. Und um damit entspannt umgehen zu können, bräuchten wir Waffen, Munition, Rüstungen und zwar von allem viel. Und momentan, unsere Leute sind jetzt schon wieder verwundet und wir haben immer noch keine Ersatzleute. Haben wir hier Adrenalin, Snack und Soda. Der hat einen Snackriegel dabei, Machete, eine Dose und Kartoffelchips. Naja. Gibt schlechtere Ausbeute. Der hat nichts dabei, weil wir den schon geplündert haben. Und im Kühlschrank liegt nur eine tote Ratte. So. Ich glaube, wir haben keine Infektionen, weil das wäre noch vermerkt worden.
Bei dem Lärm, den wir jetzt zuletzt angerichtet hatten. Sollte hier eigentlich kein Zombie mehr in der Nähe sein. Das, worum ich mir Sorgen gemacht habe, als das Ganze in den roten Bereich ging, dass eventuell neue Gegner auf die Karte kämen. Schauen wir mal, ob sich die Mühe, naja, so im Rahmen, ne, es, gelohnt würde ich jetzt nicht zwangsweise sagen, aber es hätte schlechter sein können. Die Tatsache, dass wir so übelst verwundet sind, Joel muss auf jeden Fall einen Tag aussetzen und René im Endeffekt auch. Das Problem ist, wir haben dann nur noch Anita, ja, und Ellen kommt ja so nicht mit, also Old Scratch Pizza, huh? Sieht vertrauenswürdig aus. Einmal den Schlüssel. Ich höre zumindest keine Zombies irgendwo. Weil wenn wir schon hier sind, können wir natürlich mitnehmen, was sich nicht niet- und nagelfest ist. Das ist ja klar. Und gegen Werkzeuge ist es auch nie was einzuwenden. Und hier könnte es eventuell sogar noch Nahrung geben. Das hoffe ich zumindest mal. Also ich glaube, ich könnte in einem Anlauf, ohne mir Mühe zu geben, eine Glastür mit einem Brecheisen einschlagen. Ich möchte diese Behauptung jetzt einfach mal aufstellen und ich bin total unsportlich. Aber selbst ich hatte mal ein Brecheisen in der Hand. Ich weiß, was die Dinger wiegen. Der lebt noch. Das war nicht sehr freundlich. Oh, perfekt. Naja. René, wenn du so freundlich wärst, Joel, nochmal zu verarzten. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass sich hier drin jetzt ein Plünderer auffällt. Ein Zombie hätte ich vielleicht noch geglaubt. Okay, ein einzelner Plünderer gegen drei Leute, das ist relativ einfach machbar. Getrocknete Früchte, nein, die lassen wir hier. Marmelade ist auch gut. Hier. Cerealien, Pasta,
Cracker. Aha, können wir nicht tragen. Den ganzen Kram. So, und das wäre hier alles gewesen. Das größte Problem für uns momentan sind die Plünderer, weil die natürlich immer wieder bedeuten, dass auf uns geschossen wird. Zombies schießen nicht. Die beißen nur, das ist schlimm genug. So, wir haben 10:04 Uhr. Das wäre theoretisch zeitig genug, um... Naja, wir könnten eine etwas größere Runde drehen. Bullseye Store. Und ein Supermarket. Apfelbaum. Ja, auch hier, ne? Es könnten Zombies sein, es könnten Menschen sein. Menschen wären das größte Problem. Aggressiver Überlebender. Gucken wir mal, ob wir ein paar Sachen einkassieren können. Eine Angel. Keine Ahnung, was wir damit anstellen können, aber jetzt haben wir sie. Per se wäre es natürlich schon schön, deren Zeug zu bekommen. Leg das Ding mal beiseite und nimm mal den richtigen Friedensstifter hier raus. Okay, du musst nur nachladen, du auch, okay. Das sieht so aus, als ob die wirklich einiges an Zeug hätten, aber wie gesagt, es ist nicht mal klar, wie viele. Wenn es nur, und das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, nur der eine wäre. Kriegt überhaupt nichts mehr von uns, verschwindet. Na, okay. Wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir Unschuldige umbringen, um uns zu bereichern. Das machen wir morgen. Außerdem müssen sich unsere Leute ein bisschen ausruhen.
Aber schön, wir haben einen Bullseye-Store, einen Supermarkt. Können wir mal schauen, vielleicht werden die in ein paar Tagen von natürlich alles plündern. So. 18,5 Luxusgegenstände, Antibiotika. Das ist alles gar nicht schlecht. Ach, wir haben noch keine richtige Krankenstation. Okay. Ja, du kriegst auf jeden Fall jetzt erstmal eine Runde frei. Nee, nee, erholt ihr euch mal lieber. Ich müsste so lange mal unser Inventar aus. Und die Episode ist schon wieder vorbei. Was mir gerade so auffällt, diese unfreundlichen... Plünderer, denen wir begegnet sind, haben uns ja überhaupt keine Rüstung oder sowas dagelassen. Naja, ist halt so. Hier. Ein Hammer. So. Und Joel. Gut, damit sind soweit eigentlich alle entrüstet und der Timer hat auch gesagt, wir sind eigentlich fertig. Dann reden wir jetzt noch mal kurz mit Elaine. In der Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt mal, was wir wahrscheinlich... Okay, das sieht aber wenigstens aus, als ob wir einen Schritt weitergekommen wären. Und ansonsten beenden wir jetzt einfach den Tag, weil mit so schwer verletzten Leuten frische Nahrung, konservierte Nahrung, verbraucht 18, Nahrung verdorben 0, das ist sehr gut. Wir haben 96,1 Einheiten Nahrung über. Moral hat sich tatsächlich verbessert. Nicht um viel, aber verbessert.
keine Antibiotika bedurft, aber wir haben 15 noch im Lager und der Generator hat, naja, Sprit verbraucht im schlimmsten Fall, aber wir werden Sprit finden. Ich habe gerade unseren Nahrungsvorrat kontrolliert. Um ehrlich zu sein, die Vorratskammer hat bessere Tage gesehen. Ich kenne da einen Platz, an dem wir uns wieder aufladen könnten oder Vorräte einsammeln können, aber ich weiß nicht, wie sicher es ist. Was ist das Problem? Der Laden, das wäre die Bar, die Schnäppcheneule near Mason. Ich weiß. Die Leute, wir mussten da viele Leute festnehmen, als in Supermärkten viele Paniken ausbrachen. Wenn da noch Nahrung über ist, wird sich da jemand wohl drum bemühen, die festzuhalten. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob. Den ganzen Tag auf der Toilette hängen. Okay, nimm dir den Tag frei. Okay, die kriegen wir auch noch wieder hingebogen. So, auch wenn es jetzt einfach dauern wird. Gut. Wir machen morgen weiter, beim nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.